Architektur in der bildenden Kunst ist das Thema der diesjährigen Gruppenausstellung in der Galerie Schmalfuß Berlin. 15 bedeutende international anerkannte zeitgenössische Künstlerpositionen sind hier vertreten und somit auch verschiedene Ausdrucksformen der bildenden Kunst. Ein gelingendes Spannungsverhältnis, insbesondere von Malerei und Skulptur. Die Vielseitigkeit finde ich halt sehr spannend und dass jeder was zu sagen hat, dass es was zu entdecken gibt. Aber jeder schafft es, einen irgendwie zu berühren. Und mich erstaunt immer wieder die verschiedenen Wege, die man gehen kann. Wir haben Künstler wie Herrn Pokorny, der mit Metall- und Cortenstahl arbeitet, aber eigentlich alle Entwürfe in Holz macht. Und aber dann wieder die Oberfläche, die interessant ist. Und so ist es auch bei jedem Bild, dass einerseits der Inhalt da ist, aber auch das Material und die Farbe, die Pigmente eine große Rolle spielen und einen halt auch bewegen und anhalten, in das Objekt oder in das Bild einzusteigen. Das sind nicht nur Abbilder der Realität oder dann auch Veränderungen, sondern es sind sehr fantasievolle Arbeiten, besonders von Klaus Hack, den wir hier in meiner Umgebung sehen, der aus Holz massive Fantasiestädte, ganz surreale, emotionale Städte bildet, die man eigentlich gar nicht bewohnen kann. Frau Schapals aus Bremen hat eine ganz eigene Malerei. Sie zeigt die Architektur in Verbindung mit der Natur. Also Architektur ist ja ein Eingriff in die Natur. Das heißt, es geht um Konstruiertes und es geht um etwas Natürliches, Wachsendes. Das Haus kann ja auch für einen Menschen stehen, das kann für Emotionen stehen. Das heißt, das Haus im Haus im Haus. Das heißt, man kann auch in sich zu Hause sein. Also das ist nicht nur ein sachliches Thema, sondern es ist auch ein menschliches Thema, emotionales Thema. Gefühle, die nicht sofort verortet werden können, irritieren, so wie die alten Gemäuer der Häuserschluchten von Stefan Hönerloh. Er zieht den Betrachter in Spannungsfelder von Erinnerung, Einsamkeit und Vergänglichkeit mit seinem Motiv vergangener Pracht von Gassen, Fassaden und menschenleeren Gebäuden. Es geht ja bei der Architektur nicht nur um das Äußere. Zu der Architektur gehört halt auch das Fenster oder die Spiegelung oder die Einsicht oder die Durchsicht. Und einige Künstler beschäftigen sich nicht nur mit der äußeren Oberfläche, sondern mit der Tiefe im Raum und in der Stadt. So haben wir zum Beispiel Arbeiten von Jürgen Durner, der mit Spiegelungen und Reflexen und Durchsichten arbeitet. Die Ausstellung ist das Resultat von 17 Jahren Galerie Schmalfuß in Marburg und 7 Jahre Berlin. Gibt es da ein besonderes Erfolgskonzept oder eine bestimmte Zielgruppe? Eigentlich mache ich mir als Galerist gar keine Gedanken um die Zielgruppe. Mir geht es darum, dass ich Kunst zeige, die spannend ist, die interessant ist. Und dann versuche ich dafür, meine Kunden zu finden, beziehungsweise auch meine Besucher. Und wenn man sieht, wie die Antwort auf diese Ausstellung war, die war phänomenal. Und es ist jetzt schon eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Thank you.